Es ist unglaublich, mit was für einer Geschwindigkeit SpaceX Fortschritte macht. Der erste Booster und das erste Schiff stehen schon auf dem brandneuen orbitalen Teststand. Und die Infrastruktur nimmt auch schon Formen an. Wir werfen heute wieder einen ganz genauen Blick nach Boca Chica, wo sich die Dinge so schnell verändern, dass man kaum noch alles mitbekommen kann. Elon Musk meint auf Twitter, dass sich Starbase mit Warp 9 entwickelt. Und ich kann ihm da nur zustimmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und heute habe ich ein ausführliches Starship Update für euch. Wenn dir gefällt, was du siehst, dann abonniere jetzt Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Und seit einigen Tagen gibt es die Möglichkeit, Kanalmitglied auf Mars Chroniken zu werden. Dazu komme ich aber am Ende der Ausgabe noch einmal. Wir tauchen gleich rein und zwar wie immer für den ersten Überblick hier die neueste Grafik von Brandon Lewis auf Twitter. Danke Brandon für diese tollen Grafiken. Wir sehen, dass 5 GSE-Tanks fertiggestellt sind. SpaceX dürfte festgestellt haben, dass diese Tanks in ihrem ursprünglichen Design nicht stabil genug waren. Deswegen wurde der Baufortschritt der Treibstofflagertanks auch etwas verzögert. Aber jetzt haben sie einfach begonnen, die Tanks mit zusätzlichen Verstärkungsringen und Schweißnähten zu versehen. 4 davon stehen schon auf ihrem designierten Platz und warten auf ihre Schutzhüllen. 3 dieser Schutzhüllen stehen ebenfalls schon in der neuen Tankfarm. Einer der Tanks wurde nach dem Rollout von S20 mit der Schutzhülle versehen. Einer der Schutzhüllen wird angeblich als Wassertank verwendet. Wenn dem so wäre, dann würde es mich wundern, wenn sie diesen nicht auch noch verstärken müssten. Wir werden aber sehen. 4 weitere Schutzhüllen stehen ebenfalls bereit, zum Testgelände gebracht zu werden. Eines davon wird noch gestrichen. Ich habe jetzt gute und schlechte Neuigkeiten für euch. Die schlechte Nachricht ist, dass Booster 3 seine Aufgabe mit Bravour gemeistert hat und deswegen Mitarbeiter den Booster seiner 3 Triebwerke kurz nach dem Static Fire nach und nach entledigt haben. Damit hat B3 vermutlich das Ende seines Lebenszyklus erreicht und wird im Augenblick ein wenig vernachlässigt. Das bringt uns zur guten Nachricht. Der Nachfolger von B3 wurde innerhalb weniger Tage im Hochschutz gestapelt. Der kürzere Methantank wurde auf den größeren Tank für den flüssigen Sauerstoff gesetzt. Dann haben die SpaceX-Mitarbeiter wortwörtlich über Nacht alle 29 Raptor-Triebwerke unten an B4 montiert. Ich wusste nicht einmal, dass so viele Triebwerke in Starbase sind. Das war aber absehbar, nachdem in den vergangenen Wochen Raptor-Triebwerke beinahe täglich wie warme Brötchen geliefert wurden. Vor einigen Monaten haben sie noch viele Stunden und manchmal ganze Tage gebraucht, um einen einzigen Raptor zu montieren. Jetzt schaffen sie 29 in einer Nacht. Die Dinge beschleunigen sich nicht im Prozentbereich, sondern um das Vielfache. Das ist der Wahnsinn. Und bevor ich Orbitalflug sagen konnte, waren auch schon alle 4 Gridfins angebracht. Schaut euch mal an, wie gigantisch die im Vergleich zu diesen Kollegen hier sind. Später etwas mehr zu diesen Gridfins. Hau mal auf den Like-Button, wenn dir das Video gefällt. Denn wir müssen dem Algorithmus zu verstehen geben, dass Raumfahrt für alle ist. Und besuch mich gerne auf Instagram, Twitter und nun auch TikTok. Dort versorge ich euch mit kleinen Dosen an Raumfahrt. Alle Links dazu natürlich in der Beschreibung des Videos. SpaceX legt ein wahnsinniges Tempo vor. Während B4 gebaut wurde, wurde das 9. und vermutlich letzte Segment des Startturms an seine Stelle gehoben und montiert. Dann haben Transportcrews den Ring für die orbitale Startrampe zum Testgelände gebracht und auf die dafür vorgesehenen 6 Pfeile gesetzt. Kaum war das erledigt, rollte schon B4 Richtung Testgelände. Dort angekommen wurde er an Frankenstein gehängt und auf den niegelnagelneuen orbitalen Teststand gehievt. Schaut euch diese unglaublichen Bilder von nasaspaceflight.com an. Der Anblick dieser Raptor-Triebwerke ist doch wunderschön. In der Mitte ist ein Triebwerk, drumherum sind weitere 8 und da drumherum sind weitere 20 Triebwerke. Die Ringe stehen von außen nach innen immer mehr heraus. Liegt einfach an der gewölbten Form des darüberliegenden Tanks. Ich habe mich kurz gefragt, warum die Triebwerke schon angebracht werden und bin zu dem Schluss gekommen, dass es vermutlich wahnsinnig wäre, die Triebwerke erst auf der Startrampe anzubringen. Aus mehreren Gründen. Die Startrampe ist 20 bis 30 Meter über dem Boden. Das würde die Arbeiten erschweren.
Dazu kommt, dass man vermutlich den Schwerpunkt für den Transport so tief wie möglich halten möchte. Elon Musk war selbst vor Ort, weil er diese Bilder über Twitter postete. Man erkennt auf diesem Bild schön, dass die vier Gridfins nicht gleichmäßig auf den Umfang des Boosters verteilt, sondern leicht versetzt sind. Diese Anordnung erleichtert es dem Fangmechanismus, den Booster auf allen vier Fins zu greifen und eine gleichmäßige Auflage sicherzustellen. Eine Neuerung bei den Gridfins ist, dass sie nicht mehr eingeklappt werden. SpaceX versucht, die benötigte schwere Mechanik zu eliminieren. Das Design der Gridfins ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Denn die Gridfins sind schwer und jeder dieser Steuerflächen braucht eine eigene Stromzufuhr und einen Motor. Tim Dodd, der Everyday Astronaut, hat vor einigen Tagen ein Interview mit Elon veröffentlicht, wo Elon davon spricht, dass die Gridfins eine große Last sind. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen, die Gridfins loszuwerden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Boosterfänger damit arbeiten soll. Ein echt cooles Interview. Deswegen werde ich in den nächsten Tagen eine Ausgabe bringen, wo ich euch die besten und wichtigsten Stellen zusammenfasse. Was mir hier noch aufgefallen ist, ist die Innenseite dieses Rings. Diese Teile sehen aus, als ob sie sich bewegen könnten. Ich denke, dass sie ausgefahren werden und den Booster an der Unterseite des Randes stützen. Was denkst du, wird als nächstes passieren? Lass es mich in den Kommentaren wissen. B4 war erst auf dem Weg zum Testgelände, da wurde auch schon das Schiff 20 in den Hochschutz gebracht. Dieser Prototyp sieht gar nicht mehr wie Starhopper aus. Eine Seite ist fast vollständig mit Hitzeschutzkacheln bedeckt. Es wurde an jeder Stelle viel präziser gearbeitet. Die unteren Steuerflächen sind bereits dran. Diese sind schon schmäler als bei den Vorgängermodellen und werden in Zukunft vielleicht noch schmäler werden. Ich möchte euch gerne noch dieses sogenannte Aero-Cover zeigen. Achte mal darauf, was für eine komplexe Form dieses Gebilde allein hat. SpaceX hat in den vergangenen 2 Jahren große Fortschritte gemacht. Die zur S20 gehörende Nasenspitze mit Frachtsegment wurde verheiratet und auch die Hochzeit mit der Tanksektion ist bereits vollzogen. Wir haben also somit ein fertig gestapeltes Starship 20, in welches bereits alle Triebwerke montiert wurden und sich am 5. August auch schon auf den Weg zu B4 gemacht hat. Anstatt zu berichten, dass nun mindestens 4 vakuumoptimierte Raptor-Triebwerke in Starbase sind, zeige ich euch einfach dieses Bild, das Elon getwittert hat. Hier sehen wir die Aft-Sektion von S20. Da sind bereits alle 6 vorgesehenen Triebwerke montiert. S20 wird, während ich hier drehe, auf B4 gestapelt. Ihr könnt es euch live auf nasaspaceflight.com ansehen. Wir nähern uns mit gewaltigen Schritten einem Orbitalflug des ersten vollständigen Starship-Systems. Vielleicht sogar vor Starliner. Hier sehen wir besonders schön, wie die Hitzeschutzkacheln angebracht werden. Auf der Außenseite des Schiffs befinden sich kleine Pins, die herausstehen. Darüber kommt eine Art isolierendes Adhesiv, also eine klebende Schicht. Darüber liegt ein Netz und dann erst kommen die Kacheln dran. Diese Arbeiten schauen jetzt noch recht provisorisch, mühsam und umständlich aus. Aber in Zukunft wird viel davon automatisiert werden. Die nächsten Iterationen werden noch viel schöner und edler aussehen. Sie werden ununterbrochen an ihrer Produktion arbeiten, denn die Produktion ist schwieriger als das Schiff selbst zu designen. Auch ein besonderes Schmankerl ist dieses Bild einer Super Heavy Aft-Kuppel, das Elon über Twitter geteilt hat. Hier in der Mitte mündet der Methan-Downcammer, also das gigantische Rohr, durch welches Methan vom oberen Tank zu den 29, aber schlussendlich 32 Raptoren gelangen soll. Jedes Triebwerk braucht seine eigenen Leitungen. Hier sehen wir die sternförmige Verteilung der primären Leitungen. Wir wissen aber, dass es für jedes Triebwerk sekundäre Leitungen auch geben soll. Auch sehr interessant an diesem Bild ist, dass man hier 23 Menschen bei der Arbeit sieht. Da bekommt man ein gutes Gefühl für die schiere Größe dieser Rakete. Ich habe das schon mal gesagt, aber um es in den Worten von Niki Lauda auszudrücken, SpaceX hat hier nichts zu verschenken und am wenigsten Zeit. Elon kann die Zeit nicht mit ins Grab nehmen. Deswegen quetscht er das Maximum aus jeder ihm zur Verfügung stehenden Sekunde. Und ich bin mir sicher, dass auch
die NASA mit Argusaugen auf die Entwicklung spähen wird, da SpaceX ja das HLS für Artemis bauen soll. SpaceX hat bisher immer mindestens Zwillinge gebaut, dass sie schnell weiter testen können, sollte etwas schief gehen. Daher denke ich, dass sie direkt mit dem Bau von B5 loslegen werden. Und das gleiche gilt natürlich für S21, jetzt wo S20 fertiggestellt ist. Nachdem ich es in der Ausgabe 24 am 4. Juni angekündigt habe, hat Elon am 25. Juli einen noch viel größeren Hochschutz neben dem aktuell höchsten Gebäude der Werkstraße verkündet. Es wird nicht viel höher sein, sondern wird eine wesentlich größere Grundfläche haben. Danke Ove für diese Animationen. Folgt Ove auf Twitter und YouTube. Links zu seinem Kanal in der Beschreibung des Videos natürlich. Ich habe noch ein Schmankerl für euch, bevor ich mich verabschiede. Schaut mal, was diese SpaceX-Mitarbeiter hier machen. Dieses alte Frachtsegment wurde zum Pathfinder für die nächste Generation von Schiffen. Sie scheinen nach einer idealen Lösung für ein Lukenkonzept zu suchen. Hier eine Idee von Eric X über Twitter veröffentlicht, wie es aussehen könnte. Und als letzten Tagesordnungspunkt möchte ich euch diese Bilder zeigen. Ja, es sind schöne Bilder, aber sie zeigen, wie SpaceX mit Hilfe von kleinen Flugzeugen Insektenbekämpfung betreibt. Das scheint ein großes Problem zu sein. Es scheint aber auch die einzige Möglichkeit zu sein, die Insekten effizient zu bekämpfen. Einigen von euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass jetzt unter diesem Video ein neuer Button mit Mitglied werden erscheint. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, Mitglied von Mars-Chroniken zu werden, um zahlreiche Vorteile zu genießen. Dazu gehören unter anderem früher Zugang zu Videos, werbefreie Ausgaben und sogar ein Crew-T-Shirt vom bald erscheinenden Mars-Chroniken-Merch-Shop. Das Angebot wird natürlich noch weiter ausgebaut. Ich möchte auch schon die ersten 4 Kanalmitglieder herzlich willkommen heißen. Danke Nils, Yannick, Leon und Yannick. Ja, ich habe 2 Yannicks unter meinen ersten 4 Kanalmitgliedern. Ich freue mich auch sehr, wenn du mich auf Patreon besuchst und den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützt, damit ich hoffentlich bald von YouTube leben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Boot geholt. Seit einigen Wochen kann man jede meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von mir. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.